Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meiner, ich habe den ersten Teil schon gemacht, Blackout, wie kann man vorsagen, wie habe ich persönlich vorgesagt, und zwar anhand des Beispiels der BBK-Checkliste aus der Katastrophenbroschüre. Könnt ihr downloaden kostenlos, könnt ihr euch kostenlos bestellen, kann ich nur empfehlen. Und in der Mitte von dem Büchlein ist hier eine Checkliste mit drinnen. Ups. Und die kann ich euch wirklich nur empfehlen, die ist gar nicht schlecht gemacht. Und wir haben im letzten Teil ja schon Nahrung, Getränke durchgemacht, Hausapotheke und Brand. Wer sich gefragt hat, wo ist Hygiene hingekommen, weiß ich nicht, war nicht mehr auf der Kamera, muss ich also nachdrehen. Und heute geht es, wie gesagt, Hygiene, Energieausfall, Rundfunkgeräte, also Kommunikation, Dokumentensicherung, Notgepäck, also Backout-Pack. Und dann eine persönliche Checkliste, wie ich diese Liste noch erweitert habe, um einige Punkte, die ich persönlich für wichtig erachte. Ihr findet die ganzen Produkte von mir auf dem Amazon-Shop von mir. Link dazu ist unten. Da ist unter Blackout und unter den anderen Sachen haben alle Produkte oder so gut wie alle Produkte mit drin. Wer sich also näher informieren möchte, kann da gerne reinschauen. Also, wenn euch das Thema interessiert und es ist wirklich wichtig, bleibt einfach dran. Nächster Punkt. Energieausfall steht auf meiner Liste. Kerzenteelichter. Also ich glaube, Kerzenteelichter brauche ich nicht sagen. Da haben wir, nein, die haben hier gar nicht mehr drin. Da haben wir hunderte da, von da. Also das gelangt bei uns ganz, ganz, ganz leicht. Was auch noch wichtig ist, sind Taschenlampen. So, ganz kurz mal zu Taschenlampen. Bei mir haben gestern von Firma Olight zwei Taschenlampen eingetrudelt. Einmal die Baton Pro und einmal die M2R Warrior. Und die habe ich mir natürlich ausgesagt, ihr kennt es an der Farbe Blau führen. THW-Einsatz. Die hat nämlich ein etwas breiteres Streufeld, ist wahnsinnig kompakt und klein, also sogar noch kleiner wie die andere. Hat eben hier den Gürtelkniff, dass ich es ranmachen kann. Ist wahnsinnig stabil, kann ich erst 2 Meter runterfallen, passiert nichts. Hat hinten einen Magneten dran. Das heißt, die kann ich an der Maschine ranmachen. Genau. Für meine anderen Sachen habe ich mir eben die M2R Warrior ausgesucht. Also die haben x verschiedene, da kann sich jeder für seine Sachen das ausführen. Was mir sehr wichtig ist, beide Taschenlampen haben einen sogenannten Moonlight-Faktor. Das heißt, da hat die ein Lumen. Das reicht aber, wenn ihr die Taschenlampe hier zum Beispiel, gibt es so Gummibänder, festmacht, dann könnte ich damit lesen. Und fürs Lager in der Nacht reicht das und da hält die, wie lange? Ich glaube 25 Tage würde die so durchhalten. Also von dem her super. Ich habe natürlich die verschiedensten Stufen drin. Die nächste Stufe, machen wir mal die, ist 15 Lumen. Dann haben 60 Lumen, 250 Lumen und 700 Lumen. Und bei 700 Lumen wird es ungefähr nur 2 Stunden halten. Und die hat dann eine Besonderheit, das hat die andere im Übrigen auch. Und zwar den Turbo. Und wenn ich hier drauf drücke, wenn ich das sieht, dann haben das 1500 Lumen, was die hat. Und die reicht damit bis zu 200 Meter weit. Billige vom Lidl. Ups. Ist das. Dahingegen die Olight Warrior. Merkt man also doch einen kleinen Unterschied. Und das heißt, für mich ist quasi die Idee folgende. Ich habe jetzt im Lager zum Beispiel mit dem 1 Lumen oder vielleicht habe ich die 15 Lumen, je nachdem. Und plötzlich höre ich hinter mir Geräusch. Und dann hast du bei dieser Lampe eine zweite Schalter, den habe ich mir so programmiert, den kannst du verschieden programmieren, dass wenn ich hier quasi drauf drücke, dann habe ich 1500 Lumen und ich sehe 200 Meter weit. Gehe wieder runter, kann ich mal quasi wieder das Moonlight einschalten. Also ist natürlich top hinter sich. Was beide Lampen auch haben, das ist gerade im taktischen Einsatz oder beim THW wird es immer wichtiger. Sollte dich jemand angreifen oder auch im Wald, dann klicke ich hier dreimal drauf. Und dann hat die, ich mache es jetzt bewusst nicht in die Kamera, dann hat die diesen Blink-Ding. Und ich habe den gestern versehentlich ausprobiert, weil ich habe den im Kamerl ausprobiert und nicht mehr daran gedacht, dass da ein Spiegel drin ist. Und ich leuchte so in den Spiegel rein und ich war für ein paar Sekunden blind. Und die Zeit reicht euch, um dann dem Angreifer eins zu versetzen und dann abzuhauen. Also von dem her optimal, genauere Vorstellung gibt es demnächst. Wichtig für euch, die haben gerade, war deswegen so kurzfristig die Vorstellung, die haben gerade eine Weihnachtsaktion mit 40% bis zu 40% Rabatt auf einzelne Lampen und du kriegst nur zusätzlich so eine ganz kleine Lampe geschenkt für einen Schlüsselanhänger. Also tolle Aktion, Link ist unten, schaut's rein, wer also mit Olight liebäugelt, das sind halt taktische, richtig gute Lampen, kann ich also nur empfehlen.
Feuerzeuge. Ihr müsst irgendwo den Gaskocher entzünden oder einen Hobo oder sonstiges. Natürlich könnt ihr das auch mit Feuerstahl machen, so wie ich hier an meinem Messer dran habe. Habt ihr ja schon, mein Wolfgang, das kennt ihr ja schon, habe ich ja schon vorgestellt. Ich muss das irgendwie entzünden. Also Feuerzeug, glaube ich, habe ich, wenn ich die im Büro dazu erzähle, 40 Stück, weil wenn du zwei hast, die funktionieren nicht. Wenn du 40 hast, ist die Chance relativ groß, dass irgendwas funktioniert, tatsächlicherweise. Dann ist es natürlich klar, Taschenlampe, Reservebatterien dazu. Dann Camping Spiritus Kocher mit Brennmaterial, habe ich eh schon gesagt. Wie gesagt, ich habe allein für mein Spiel, für meinen Gaskocher 16 Kartuschen für meinen Ofen, den ich mit Brennspiritus, nicht mit Spiritus, sondern mit Bioethanol betreibe, weil es hierin einfach besser ist. Da wäre glaube ich nur 20 Liter. Das ist bei mir, mit dem kann man sogar heizen, wenn es mal wäre. Genau, heizen ist der nächste Punkt. Ich habe euch schon mal meine Idee vorgestellt, dass ich eben mit dem Aggregat das eine Stunde laufen lasse. Video habe ich euch dazu gegeben und habe jetzt nach einer sehr effizienten Heizung gesucht, weil ich habe ja nur so 1100-1200 Watt frei zur Verfügung für die Stunde. Der Rest wird ja gebraucht. Und dann haben wir eben gedacht, was kannst du machen? Und da habe ich mit Jan von Wasner telefoniert. Das werde ich demnächst mal vorstellen. Und das ist eine... geht schon. Und zwar ist das eine Infrarotheizung. Infrarotheizung läuft ein bisschen anders wie eine normale Heizung. Wenn ich jetzt hierher gelangt, es waren jetzt nur ein paar Sekunden, ich konnte schon fast im Hergelang, glaube ich, könnte auf dem Ding wahrscheinlich sogar kochen. Der läuft halt nur mit Infrarot. Und das ist einfach eine ganz andere Geschichte, aber da ist er richtig effizient. Ich habe noch ein zweites Gerät von ihm gekriegt, das habe ich seit einer Woche bei mir im Wohnzimmer platziert. Hier die Heizung. Ich habe meinen Kater Stellung bezogen und geht da fast nicht mehr weg und glüht direkt, wenn man den anlangt, ist der richtig warm. Gell, Mitzi, gefällt dir? Na, schau da. Eine traumhafte Wärme. Also, Infrarot ist einfach eine ganz andere Wärme. Da kann ich mich da vorne hinstellen und hier, das ist, als ob ich über einen Grill gelang. So heiß ist das. Und das geht natürlich relativ zackig, aber wie gesagt, da wird es ein eigenes Video dazu geben. Link gebe ich schon mal unten, wer es vorab anschauen möchte. Ich finde das Ding echt cool. Und ja, kann man auch zum Beispiel eine Hütte mal raus da oder sowas in die Richtung. Und der holt halt aus die 1200 Watt, richtig, oder 11 oder 1200 Watt hat der richtig was raus. Zu meinem Aggregat, das läuft ja mit Benzin. Miriam hat einen Benziner. Da könnte ich mich notfalls mit Benzin versorgen, wenn mein normales nicht mehr reicht. Also das reicht bei mir bei einer Stunde betreiben. Ich glaube so 20, 25 Tage ohne Probleme. Zu Licht habe ich auch noch hier die Möglichkeit, ich habe zum Beispiel so alte Petroleumlampen, winddicht, gibt ein richtiges Licht ab und dazu gleich noch Wärme, das heißt das Ding heizt gleich noch mit und braucht jetzt nicht so viel Petroleum, das heißt hiermit kann ich mit einem Liter Petroleum, ich glaube 5-6 Stunden leuchten, je nachdem wie es einstellt. Ist also von dem her echt super. Oder es gibt auch noch, die ist eben in der Blackout-Box mit drin, so Kurbellichter. Hier kurbel ich jetzt erst einmal und dann habe ich Licht. Hurra! Ist jetzt nicht mega stark, aber wenn es ganz finster ist, kommt euch das wie ein Scheinwerfer vor. Und ich kann den immer einsetzen, egal ob die Batterie leer ist, ob der Akku leer ist, ob keine Sonne scheint, ob kein Wind geht. Das kann ich immer machen, kurbeln. So, dann muss ich mir irgendwie informieren, was ist draußen los, was passiert. So, die Behörden würden mich ja gerne informieren, aber probiert es mal Radio zu hören ohne Strom. Und dafür habe ich ihm zwei Varianten. Das erste ist mein Baofeng, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Und beim Baofeng habe ich eine coole Taste, die rote da. Und dann kann ich das Ding als Radio verwenden. Das ist momentan eigentlich die Hauptaufgabe von meinen Baofengs, weil funken darfst du ja nicht damit, aber abhören darf ich. Ich habe aber zusätzlich, das war in der Blackout-Box drin, von der Firma Krisenvorsorge.at, habe ich auch schon mal vorgestellt. Hier einen Radio, der mit dem Kurbel betreibbar ist. Ups. Also den hier kann ich kurbeln. Ich habe hier oben Solar, ich brauche eigentlich nur draußen hinlegen, dann ist er auch wieder voll. Also, funktioniert natürlich super. Auf Baustellen habe ich den gern mit dabei. Weil, wie gesagt, den tue ich einfach notfalls wieder aufkurbeln. Oder ich kann halt normal laden, kann mit dem alles machen. Also cooles Teil, gebe ich euch auch unten mal den Link dazu, wie gesagt, wer es einfach haben möchte, Blackout-Box habe ich euch aber schon mal vorgestellt. Dann kommt als nächster Punkt, Dokumentensicherung.
auch ein wichtiger Punkt, der gern vergessen wird. So Sachen wie Grundbuchauszüge, wenn ihr Eigentümer seid, oder eben Versicherungsunterlagen wie Lebensversicherungen, sowas in die Richtung, solltet ihr euch dringend mal abscannen und einfach als Reserve dabei haben. Also ich habe die zum Beispiel einmal auf dem USB-Stick und ich habe es einmal nur normal kopiert und habe quasi einen Ordner bei mir im Büro drüben, einen Ordner hier, sodass ich notfalls, selbst wenn jetzt mal einer brennen würde oder sonst was, dann habe ich immer noch einen zweiten da und notfalls habe ich alles nur auf dem USB-Stick. Also WBKs, Ausweise, Führerscheine, irgendwelche Bescheinigungen, die ihr bekommen habt. Ist immer gut, wenn man sowas hat. Was schreiben die da einer? Haben sie festgelegt, welche Dokumente erforderlich sind? Ja. Sind die in den Unterlagen zweckmäßig geordnet? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Haben Sie eben Kopien von dem Ganzen? Haben Sie Dokumentenmappe angelegt? Ja. Bei mir ist es zum Beispiel sogar so, ich habe im Geldbeutel einen Notfallzettel mit drin, wo mein Adresse drum steht, wo der Ansprechpartner mit drum steht. Und auf der Rückseite ist mir erklärt, wo dieser Ordner steht, als Testament und alles mit drinnen. Und damit habe ich das Thema für mich erledigt. Und wie gesagt, Kopie haben immer mehrere unterwegs. So, nächster Punkt. Wie es hier drin steht, Notgepäck. Weil auch der Staat sagt, es kann sein, dass du aus deiner Wohnung raus musst, aus irgendwelchen Gründen. Brand, Explosionsgefahr, Feuer, chemische Sachen, atomar irgendwas, und dafür braucht man Notgepäck. Bei mir ist das natürlich in meinem Ausrüstschrank drinnen. Jetzt setzt es hier. Also ich habe immer mein Bob fertig gepackt hier drinnen. Das ist in der Mitte von der Wohnung, da kann ich von alle Seiten hin. Das Einzige, was noch fehlt, ist Wasser innen drin, aber notfalls habe ich dafür auch mehrere Wasserfilter zur Verfügung. Hier daneben hängt gleich die ganze Kleidung dazu, die ich brauche, halt, je nachdem, welche Krise das ist, ob ich was Leuchtendes brauche, ob ich eher im Jagdfarben unterwegs, also in Oliven unterwegs bin, oder halt Bundeswehr- oder THW-Klamotten, hängt alles hier in meinen Ausrüstungssack mit drin. Aber da kommt demnächst ein eigenes Video, wo man das mal näher vorstellen. Also wie gesagt, der ist immer da. Und dort haben all die Sachen, die quasi gefordert werden, wie persönliche Medikamente, behelfsmäßige Schutzkleidung. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, also ich habe euch gesagt, das ist der Bock, was man sollte alles drin sein, die persönlichen Medikamente, behelfsmäßige Schutzkleidung. Da ist zum Beispiel bei mir auch mit drin, Atemschutzmaske. Eine FFP, oh, das ist, ja, das ist jetzt die andere, die drin ist, ist eine FFP3. Weil damit kann ich schon mal meine Atemwege gut vor relativ vielen schützen. Wenn es weitergeht, habe ich mein ABC-Modul, da gehört halt dann so eine ABC-Schutzmaske mit dazu. Die habe ich aber nicht immer dabei, die braucht man hoffentlich in den wenigsten Fällen. Wenn, dann haben hier in der Box auch einige Ersatzfilter noch mit drinnen. Und die muss man natürlich regelmäßig überprüfen, ob die noch funktioniert. Meine funktioniert noch, weil das ist eine der Bundeswehr, die meisten funktionieren nicht mehr, da muss man also Glück haben. Meine habe ich getestet, 9 Stunden lang, hat super funktioniert. Wolldecke, Schlafsack. Also bei mir zum Beispiel, mein Schlafsack geht bis minus 15 Grad. Unterwäsche, Strümpfe, habe ich im Bob jeweils zweifach drinnen. Dann derbe Schuhwerk, also da haben bei mir natürlich die Bundeswehrschuhe mit dabei, logischerweise, weil die haben getestet, die halten alles aus. Da gibt es also gar nichts. Essgeschirr, Besteck, Thermoskanne, Becher. Dann Material zur Wundversorgung, da ist bei mir noch Tourniquet mit drin, Israeli Bandage. Aber alle diese Sachen habe ich euch ja schon mal in einem extra Video vorgestellt. Dosenöffner, Taschenmesser, ja klar, ich habe immer dieses, jetzt neues Jahr, das Wolfgangs habe ich ja vorgestellt mit dabei. Strapazierfähige warme Kleidung ist auch mit drin, also auch unter, so Skiunterwäsche quasi, damit es draußen auch bei minus 15 Grad kann ich mit dem, was da drin ist, überleben. Taschenlampen habe ich 4 Stück mit drin. Kopfbedeckung, Schutzhelm, dafür hätte ich notfalls einen Bundeswehrschutzhelm. Ich habe einen Helm für die Motorsäge, also auch da bin ich ausgerüstet, wenn es war. Schutzmaske habe ich euch schon gesagt, Arbeitshandschuhe, zum Beispiel sowas habe ich auch in meiner Blackout-Box mit drin, weil da kann man nie genug haben. Und Fotoapparat, Foto, Handy habe ich sowieso immer dabei. Was mir noch fehlt, das kann ich in der persönlichen Checkliste nur ergänzen. Das sind zum Beispiel bei mir Thema Kommunikation, Funk. Ich setze ja hier auf die Baufeng, die kennt ihr ja von mir schon, die habe ich euch in einem Video mal vorgestellt. Damit hast du riesen Reichweiten, du hast ein Radio mit dabei. Also von dem her super, und ich habe mir so eine Ladestation für USB gekauft und dann kann ich die mit meiner Solar Powerbank laden. Damit kann ich die quasi
ewig verwenden. Und Kommunikation ist in der Krise ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn ich draußen unterwegs bin, will vielleicht meine Freundin wissen, wie geht's mir denn? Wichtiger Punkt. Verteidigungsmittel. Da könnt ihr eigenes Video draus machen, ob jetzt jemand das als perfektes Verteidigungsmittel sieht. Ja. Ich darf dazu leider nicht viel sagen, weil ich bin Sportschütze und deswegen sage ich zu dem Thema nichts. Darf ich leider nichts dazu sagen, da hätte ich gute Ideen. Aber ich würde es auch nicht sagen, weil es geht keinem was um, wie ich meine Verteidigungsmittel gewählt habe. Fluchtfahrzeug, auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich weg muss aus irgendwelchen Gründen, ja, wir haben zwei Autos, Motorrad zum Beispiel ist da relativ gut, weil da kann ich mal über Wiese fahren. Rad sind natürlich da super für sowas. Oder anderes gibt ja noch mehr. Quarz oder sonstige Geschichten, Segways, was auch immer. Wasserfilter gehört für mich in die Listen nur mit eingefügt, habe ich aber schon erklärt. Karten der Umgebung. Ihr müsst hier vielleicht nach Quellen suchen, ihr müsst euch vielleicht orientieren. Also ich habe im Umkreis von, würde mal sagen, 70, 80 Kilometer, habe ich alles mit Karten. Und wenn es darüber hinausgeht, habe ich auch die Karten, meine Motorradkarten, die haben ganz Deutschland bis nach Italien runter. Alarmanlage, für mich ein wichtiger Punkt, gerade in der Krise habe ich ja nicht die Möglichkeit, die Polizei zu rufen, weil keine Kommunikation jetzt stattfinden kann. Dann ist es zumindest gut, wenn ich erkenne, wenn jemand bei mir einbricht. Dann kann ich ihm nur sagen, okay, ich flüchte oder ich verteidige mich. Wobei das zweite natürlich immer eine sehr gefährliche Geschichte ist, weil ich nicht weiß, was der andere mit sich rumschleppt. Muss man also immer abwägen. Und Schmutzwasserpumpe fehlt mir auch noch hier drauf, weil wenn einmal ein Starkregen wieder ist oder Überschwemmung und der Keller läuft voll, dann ist es cool, wenn ich meine eigene Pumpe habe, mit eigenem Aggregat am besten noch dazu, die dann auch miteinander harmonieren und dann kann ich meinen Keller jederzeit auspumpen oder den vom Nachbarn. Das ist richtig gut, gehört für mich auch noch eine, da bin ich gerade noch am Suchen, welche das da die optimale ist. Da ist nämlich bei mir auch noch kein Kreuz auf der Liste. Okay. Das war es soweit von mir. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, bitte ab in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ach ja, eins habe ich noch. Unterhaltung, liebe Freunde. Wenn ihr keinen Strom habt, das war die Erfahrung von vielen, die die Blackout Challenge mitgemacht haben. Was mache ich denn? Ich habe kein Handy, ich habe keinen Fernseher, ich habe keinen Laptop, ja, ich habe keine Xbox, nichts. Da ist zum Beispiel einfach Bücher wieder gut. Und da sage ich schon mal Danke an Reini Rossmann, der mir sein neues Buch geschickt hat, der Selbstversorger, die Selbstversorger Pflanzenbibel. Und das wäre der Hardcore-Test für das Buch, weil ich habe eher den blauen Daumen als für den grünen Daumen, wenn es um eigene Pflanzen geht. Dafür habe ich ja einen Martin normalerweise. Und ich habe aber schon ein bisschen reingeschaut und mal sagen, sehr einfach erklärt bis jetzt. Auch genau, wann kann ich was anpflanzen, was kann ich damit machen. Ist also recht gut, aber das werde ich dann, wenn ich es jetzt mal getestet habe, in Ruhe vorstellen. Ich sage mal vielen Dank, Reini, habe mich sehr gefreut, dass ich das gekriegt habe. Und ja, da werde ich jetzt dann einmal reinschmücken, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger wird bei mir. Gut, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, jetzt das bitte, würde mich noch mehr freuen. Und falls noch irgendwas anderes habt, ab in die Kommentare. Und ansonsten sage ich, pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Bis zum nächsten Video.